Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister, willkommen zu unserer zweiten Episode, zu unserer zweiten Folge unseres Ramadan-Podcast-Serie namens Whispers of Wisdom. In der heutigen Episode wieder mit Sheikh Farid Haider und wir werden heute vor allem auf die Thematik eingehen zwischen Optimierungswahn und Minimalismus und genau. Wir befinden uns in einer Gesellschaft heutzutage, wo man ja von ständiger Selbstoptimierung geprägt ist. Doch, und wir hatten da zuvor in der letzten Folge schon gesprochen, was ist der Ramadan? Wie kann ich den Ramadan gut nutzen? Nun stellt sich aber die Frage, okay, wir leben in einer Welt, die von wirklich ständiger Selbstoptimierung geprägt ist. Doch wie kann mir der Ramadan helfen, diese Balance zu finden zwischen dieser geistigen Zufriedenheit, sage ich mal, und dem Streben nach Verbesserung? Ja, also Alhamdulillah, der Monat Ramadan ist ein Monat, in dem wir auf der einen Seite versuchen, uns spirituell zu entwickeln, gar keine Frage. Und das ist eigentlich der ideale Monat überhaupt. Also es gibt keine bessere Zeit, wo ich mich spirituell besser entwickeln könnte. Und der Höhepunkt dessen ist ja dann am Ende des Ramadan, der I'tikaf, wo ich mich komplett zurückziehe, so wie es unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam auch getan hat. Und trotz alledem ist es interessant, dass die beiden wichtigsten Schlachten in der islamischen Geschichte, in der Sira unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam, in welchem Monat stattgefunden haben? Im Ramadan. Welche sind das? Die Schlacht von Badr im Jahr 2 nach der Hijra und die Eroberung von Mekka. Und zwar im Jahr 8 nach der Hijra. Beide im Ramadan. Ja, die beiden wirklich wichtigsten. Und das zeigt nochmal, dass der Muslim trotz seiner Spiritualität immer noch aktiv ist in der Gesellschaft. Und versucht auch etwas zurückzugeben. Und deine Spiritualität, deine Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala, auch vielleicht sogar dein Rückzug für einige Zeit, dazu da ist, dich noch aktiver in der Gesellschaft einzubringen, noch mehr zurückzugeben. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Es gibt das Phänomen, bei einigen Muslimen, die sagen, ich ziehe mich lieber zurück und möchte sozusagen mit der Welt um mich herum nichts zu tun haben. Das ist aber nicht die Einstellung, die uns der Prophet sallallahu alaihi wa sallam beigebracht hat. Sondern er hat uns aufgezeigt, wie wichtig es ist, dass ich als Mu'min versuche auch, der Gesellschaft etwas zurückzugeben, sodass ich im Ramadan im Grunde genommen beides miteinander in Einklang bringen kann. Im Ramadan tanke ich Iman auf, versuche mich spirituell zu entwickeln, damit ich auch gleichzeitig mich in meinen Charaktereigenschaften entwickeln kann, die ich benötige, um in der Gesellschaft aktiv zu sein. Ich hoffe, ich habe so deine Frage richtig verstanden, dass sie in diese Richtung geht. Ja, sehr gut. Ich habe sogar auch die Gesellschaft vielleicht einzubeziehen in den Ramadan. Mal irgendwie einen Vorgeschmack von Ramadan zu geben. Ich kenne zum Beispiel Kollegen, den ich einfach motiviert habe, so mitzufasten. Und auch so ein Kollege mit ihm mitgezogen hat, einmal zum Tarawih-Gebet, damit er die Gemeinschaft einmal miterlebt. Und subhanallah, er meinte, ich habe noch nie so viel Gemütlichkeit, so eine Atmosphäre erlebt, wie jetzt hier in der Moschee, subhanallah. Absolut, Und also es ist einfach so einmalig im Ramadan. Also du merkst, die Teufel sind angebunden. Die Leute kommen in die Moschee, mashallah. Ist wirklich so. Auch mittlerweile, auch selbst auf Moschee-Ebene merkst du, dass auch viele Nicht-Muslime in der Gesellschaft, aus der Politik, aus Kirchen, sie lieben den Ramadan, weil sie immer zum Essen eingeladen werden in der Moschee. Das ist einfach immer eine schöne Atmosphäre. Das heißt, du weißt immer, es kommen bestimmte Leute immer im Ramadan zu dir in die Moschee, weil sie ganz genau wissen, da gibt es ein einmaliges Iftar mit einer unglaublichen Atmosphäre. Und jetzt ist es ja noch einfacher, weil wir sind ja jetzt mitten sozusagen auch jetzt schon in der Winterzeit fast, wo es nicht mal so spät ist. Früher mussten sie bis 21.30 Uhr warten, jetzt haben sie schon um 19 Uhr, wann ist jetzt Iftar, gegen 18 Uhr noch vor. Ja, genau. Dann haben sie ja jetzt schon sozusagen ein richtiges Abendessen im Grunde. Ich habe auch
so einen Erfahrungsbericht von einem Bruder mitbekommen aus Spandau. Da wurde ja einmal so ein öffentlicher Iftar veranstaltet, wo die in eine Straße abgesperrt wurde. Ja, ja. Und da saß der Bruder neben einer netten Dame, die genau beobachtet hatte beim Fastenbrechen, beim Adhan, okay, wie verhalten sich jetzt die Muslime? Ja, ja, genau. Und dann war sie so, boah, ich hätte niemals gedacht, dass Muslime sowas aufstehen können. Und dann noch so gastfreundlich sind. Genau, und sie lassen die Nicht-Muslime ihre Gäste zuerst essen, obwohl sie den ganzen Tag gefastet haben. Ja, subhanallah. Und viele schämen sich dann auch immer. Ja. Sagen, ihr habt doch gefastet, ja, kein Problem, weil wir müssen erstmal so beten und so. Dann könnt ihr schon mal, wir essen nur eine Gatte und ihr könnt schon mal anfangen zu essen. Ja. Alhamdulillah. Alhamdulillah, wirklich. Ja. Der Ramadan ist ja nicht nur das Fasten vom Magen, wie wir in der letzten Episode gelernt haben. Was meinst du, wie hilft bzw. wie unterstützt der Ramadan jemanden in dem Sinne, dass er nicht nur auf Essen verzichtet, sondern auch eventuell auf Konsum und den Umgang von persönlichen Ressourcen? Mhm. Der Ramadan ist ja, wie gesagt, der Monat des Fastens. Und Fasten bedeutet ja Al-Imsak. Das heißt, der Verzicht auf etwas. Ich verzichte auf etwas. Mhm. Ich verzichte zunächst einmal auf Essen und Trinken. Mhm. Aber ich soll ja nicht nur auf Essen und Trinken verzichten, sondern ich soll ja im Grunde genommen auf alles verzichten, was mich von Allah subhanahu wa ta'ala wegführt. Mhm. Auf die Sünden, auf Verschwendung, auf alle anderen Dinge. Mhm. Ja? Und dazu gehört natürlich auch, gerade in unserer heutigen Zeit, der Verzicht, gerade im Ramadan, auf Medienkonsum. Mhm. Ja? Und soziale Medien etc. Und das ist eine Herausforderung für uns alle. Ich meine, wir machen das jetzt auch zwar für die sozialen Medien, ja, aber am Ende, subhanallah, gibt es natürlich einen Unterschied, ob ich was Nützliches produziere oder ob ich mich ablenken lasse mit irgendwelchen sinnlosen Videos. Ja. Ja, und das stundenlang. Ja. Ja, und da muss ich aufpassen. Ja. Gerade im Ramadan kann ich auch lernen, meinen Konsum zu reduzieren. Und wenn ich konsumiere, dann wirklich nur was Nützliches zu konsumieren. Mhm. Ganz wichtig. Ich meine, wir sagen ja nicht, dass man nicht mehr konsumieren soll. Ja. Aber es kommt darauf an, was ich konsumiere. Mhm. Weil das ist am Ende Lebenszeit. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er wird mich auch nach meiner Lebenszeit am jüngsten Tag befragen. Subhanallah. Ja, das stimmt. Vor allem, man merkt gar nicht mittlerweile, wie viel Zeit diese Videos kosten. Ja, unglaublich. Aus einem Reel werden zwei Reels und dann drei und dann 10 und 20. Und ich glaube, das ist die derjenige, der es schafft, Verzicht zu üben in Bezug auf soziale Medien und seine Zeit vernünftig zu nutzen, ist heutzutage der Erfolgreiche. Weil viele Menschen, ich würde mal sagen, die Mehrheit der Menschen verschwendet ihre Zeit auf den sozialen Medien. Und derjenige, der es schafft, seine Zeit zu nutzen und sie nicht zu verschwenden und sich zu fokussieren, zu konzentrieren, der wird am Ende dann auch der Erfolgreiche sein. Was meinst du, wie können Moscheegemeinden oder Vereine dazu beitragen, eventuell die Geschwister irgendwie davon wegzulocken, Angebote zu stellen? Irgendwie genau, also wir als Moscheegemeinden müssen Alternativen anbieten. Und müssen unsere Jugend so erziehen, dass wir ihnen nicht sagen, alles ist haram, sondern indem wir sagen, guck mal, soziale Medien, YouTube, Fernsehen, alles ist ein zweischneidiges Schwert. Man kann das für gute Dinge nutzen und man kann das für schlechte Dinge nutzen. Unsere Aufgabe ist es, den Jugendlichen zu zeigen, wie sie diese Dinge positiv nutzen und nicht negativ. Und ganz, ganz wichtig natürlich auch, sie so ein bisschen herausholen aus der virtuellen Welt, in die reale Welt. Und das ist auch eine ganz große Herausforderung. Viele wollen nur noch online konsumieren, aber die Aufgabe der Moscheen ist heutzutage wichtiger denn je. Nämlich die Jugendlichen wirklich in die Moschee zu holen, sodass sie dort soziale Bindungen aufbauen können, Freundschaften sich bilden können und sie direkt auch dann von ihren Erziehern und Lehrern, von den Imamen, von den Abis und so weiter und so fort, dann auch nämlich was lernen? Den Adab. Nicht nur das Wissen. Weil das, was vielen Jugendlichen fehlt heutzutage, ist der Adab. Ist das Verhalten. Ist der gute Charakter. Wie verhält man sich gegenüber Älteren? Wie verhält man sich in der Moschee? Ja, das ist das, was man lernen muss. Und das ist viel wichtiger als dieses ganze theoretische Wissen. Heutzutage kannst du ganze Kurse belegen. Aber du wirst niemals den Adab erlernen. Den lernst du nur direkt in der Interaktion zwischen dir und deinem Lehrer. Und den anderen Muslimen. Ja, das war ein sehr wichtiges Thema angesprochen. Barakallahu fiek.
Ja, wir danken uns ganz herzlich für diese Episode. Sehr gerne. Möchtest du wieder einen Impuls, deinen letzten? Ja, Ramadan, und wir sind dann auch mitten im Ramadan, ist die beste Möglichkeit, dass du dich wieder an die Moschee bindest. Mhm. Geh regelmäßig in die Moschee. Besuche das Tarawih-Gebet am Abend. Sei nicht faul, sondern geh in die Moschee. Geh unter deine Geschwister. Such dir einen Unterricht in der Moschee, an dem du teilnimmst im Ramadan und versuche, dir vorzunehmen, nach Ramadan daran festzuhalten. Weil das ist der beste Garant dafür, dass du nach Ramadan gefestigt bleibst und nicht wieder in deinen Alltag verfällst und alles, was du im Ramadan dann gelernt hast, plötzlich von einem Tag auf den anderen wieder verlierst. Genau, liebe Geschwister, das war's für heute schon mit unserer Episode. Bleibt gespannt auf die nächste Episode mit einem neuen Gastreferenten. Ihr könnt ja schon in den Kommentaren kommentieren, wer es eventuell sein könnte. Bisschen Spannung auch aufkommt. Genau. Und wir hören uns dann inshallah in der nächsten Episode. Und ja, bis dann inshallah. Wassalamu alaikum. Salam alaikum. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan.